Mein Name ist Margot Friedländer. Ich bin eine Holocaust-Überlebende und habe 64 Jahre in Amerika gelebt. Vor 10 Jahren bin ich zurückgekommen nach Berlin, wo ich geboren bin. Ich habe die Stiftung kennengelernt und war beeindruckt von ihrer Arbeit. Die, wie die meinige Mission, ist und sie unterstützt. Die Stiftung hat den Margot Friedländer Preis gegründet. Die Aufgabe der Stiftung ist wie meine Aufgabe, Menschen klarzumachen, dass Menschen Menschen sind, die man zu respektieren hat, egal welche Hautfarbe oder welche Religion sie haben. Und was wünschst du der Stiftung zum Geburtstag? Die Stiftung hat ihr 50. Jubiläum. Ich gratuliere und wünsche alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Dass sie weiter so erfolgreich ihre Mission verfolgen können.